Ich versuche mich kurz zu halten und die nächsten Minuten darauf zu verwenden, Ihnen die praktischen Herausforderungen für die Branche aufzuzeigen an konkreten Beispielen. Wenn Sie sich die Situation anschauen, dann ist dies, die chemisch hergestellte Pille, immer noch der Eckpfeiler unserer Industrie und wird es vermutlich auch noch ein paar Jahre bleiben. Wohl ist die Frage, wie lange wird das so sein? Und die personalisierten, die spezialisierten Gentherapien werden mehr und mehr Land einnehmen und wichtiger in ihrer Bedeutung für uns werden. Wenn Sie sich die Situation fürs Gesundheitswesen anschauen, dann wird es nicht nur gravierende Änderungen für uns mit sich bringen, sondern eben auch für das Gesundheitswesen im Allgemeinen. Und es ist mir eine Freude, Ihnen ein paar dieser Herausforderungen aufzuzeigen, da wir Erfahrungen mit der Einführung von Zell- und Gentherapien in der Schweiz gemacht haben. Das erste Beispiel, was bereits angeklungen ist, ist das Thema der Zusammenarbeit, die veränderte Zusammenarbeit zwischen Spitälern, zwischen den Ärzten und der Pharmaindustrie. Vereinfacht gesagt war die Situation in der Vergangenheit so, wir liefern die Medikamente, die Ärzte setzen sie ein. Es war eine reine Transaktion. Mit den neuen Zell- und Gentherapien ist es so, dass wir viel mehr Spezialisierung mit den Spitälern haben, die Ärzte viel spezieller ausgebildet sein müssen und es wird dazu kommen, dass eben nicht jedes Spital in der Schweiz Zugang zu diesen therapeutischen Innovationen haben wird. Bis hin zu einer Situation, je nach Komplexität der Anforderung, dass es vielleicht sogar nur ein einzelnes Spital innerhalb der Schweiz sein wird, was diese Therapien anbieten wird. Wir kennen ähnliche Beispiele von der Stammzelltransplantation. Auch hier geht es um spezialisierte Zentren mit bestimmten Akkreditierungen, um in der Lage zu sein, diese Therapien anzuwenden. Was ändert sich jetzt im Konkreten? Wir haben es gehört, die Zusammenarbeit wird deutlich enger und intensiver. Die spezialisierten Zentren haben sehr viele Auflagen zu erfüllen, einige Auflagen behördlicher Natur, andere, die durch die Therapie selbst vorgegeben sind. Wir haben umfangreiche Zertifizierungen und Trainingsmaßnahmen zu durchlaufen mit diesen Zentren, das heißt Ärzten, aber auch mit dem Pflegepersonal, bis dann dieses Zentrum diese Therapie am Patienten anwenden kann. Das ist äußerst eng. Und vor allen Dingen braucht es sehr viel Vertrauen und Offenheit auf beiden Seiten. Das haben wir sehr schnell gemerkt, denn wir generieren damit sehr tiefgreifende Einblicke in die Abläufe eines Spitals auf der Pharmabrancheseite, aber auch auf der anderen Seite, das Spital sieht sehr vieles von den internen Abläufen in der Pharmabranche. Schauen wir uns einen weiteren wichtigen Aspekt an, das ist die Produktion, die Fertigung. Auch die ändert sich gravierend mit Einführung der neuen Therapien. Wir investieren im Moment sehr stark in den Aufbau sehr spezialisierter Fertigungsanlagen. Nebenan könnte man sagen, in Stein im Kanton Aargau sind wir gerade dabei, eine solche Fertigungsanlage auf die Beine zu stellen, um die Schweiz schneller und einfacher beliefern zu können. Gentherapien im Moment noch, Sie sehen es hier an dem Beispiel, ist ein sehr manueller Prozess in Hochsterilbedingungen, sehr, sehr kompliziert, aufwendig für die Kollegen, die unter diesen Bedingungen arbeiten müssen. Und Sie sehen auch, dass uns daran gelegen sein muss, dieses Vorgehen mehr und mehr zu automatisieren. Denn diese manuellen Eingriffe machen auch die Skalierbarkeit sehr, sehr aufwendig für die Pharmaindustrie. Schauen wir uns ein weiteres Element an, was sehr wichtig ist für uns, das ist das Thema Logistik, Transport. Hier auf diesem Bild sehen Sie quasi eine Verpackung dieser neuen Zell- und Gentherapien. Auf der linken Seite sehen Sie diese Verpackung. Was hier gerade passiert ist, dass Zellen eingefroren sind, und zwar weiße Blutkörbchen. Diese wurden dem Patienten entnommen im Spital, wurden dann tiefgefroren im flüssigen Stickstoff, das sehen Sie hier auf diesem Bild, werden dann in unser Werk im Moment noch in den USA geflogen. Dort werden sie genetisch modifiziert, expandiert, wieder eingefroren und dann zurückgeflogen an das Zentrum in der Schweiz oder an einem anderen Ort in der Welt. Sie sehen auch hier diese Kartonagen, könnte man fast sagen, diese Behälter haben aufwendige Technik, sind GPS hinterlegt, Temperaturtracking, Computermodule, um zu jedem Zeitpunkt zu wissen, wie geht es den Zellen und wo auf der Welt befinden sie sich gerade im Produktionsprozess. Sie können sich vorstellen, es sind zahlreiche Regulierungen zu durchlaufen.
Grenzüberschreitungen sind ja dann die Norm bei diesem Hin- und Herfliegen der Waren. Und auch Zoll und der Datenschutz sind eine enorme Herausforderung für uns und deutlich komplexer als der Versand einer Pillenschachtel. Das kann man sagen. So, kommen wir zur Rolle der Pharmaindustrie. Die Frage, die ja einige stellen, ist, braucht es die Pharmaindustrie für diese Therapien? Sollte man das nicht einfach den Spitälern überlassen, so wie auch bei der Stammzelltransplantation? Aus meiner Sicht ist es keine Ja- oder Nein-Antwort, die ich Ihnen geben kann. Aus meiner Sicht ist es so, wir sind in einer Pionierphase. Das heißt, viele Akteure müssen eng zusammenarbeiten, um diese Möglichkeiten den Patienten zur Verfügung zu stellen. Was die Forschung angeht, und Herr Zünd hat es sehr eindrucksvoll gezeigt, sind wir darauf angewiesen, eng mit den akademischen Zentren auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten. Das funktioniert aus unserer Sicht sehr, sehr gut und das wird auch weiterhin so bleiben. Im Moment arbeiten wir sehr stark an den Zweit- und sogar der Drittgeneration dieser Therapieformen, um sie weiter zu verbessern. Und dazu braucht es die enge Zusammenarbeit mit den akademischen Zentren. Was die Fertigung angeht dieser Therapien, Sie haben es gerade gesehen, denke ich, hat die Pharmaindustrie deutliche Vorteile gegenüber Spitälern und akademischen Zentren. Sicher für einzelne Patienten ist das machbar im Spital, aber denken Sie an die Skalierbarkeit. Denken Sie an das Zurverfügungstellen von größeren Kontingenten auf globaler Ebene, auf Skaleneffekten. Das ist in einem Hospital so nicht darstellbar, zumindest nicht unter den gesicherten Qualitätsgesichtspunkten, die man berücksichtigen muss bei diesen Therapien. Ich kann Ihnen sagen, dass jeder Fertigungsschritt eng kontrolliert wird, engmaschig kontrolliert wird, sehr viele Zertifizierungen auch unserer internerseits dahinter liegen und dass kleinste Fehler bei diesen Therapieformen fatale Folgen für die Patienten haben kann. Man denke sich nur allein die Möglichkeit, Zellen zu vertauschen. Ja. So, was auch noch dafür spricht, gewisse Dinge, zum Beispiel die Fertigung in der Industrie zu lassen, sind die klinischen Studien, die gemacht wurden im Hintergrund, um die Therapieform abzusichern, um letztlich aus einem Prozess ein Produkt zu machen, was man zur Verfügung stellen kann auf globaler Ebene. Eine wichtige Frage, die im Raum steht und die wir heute noch nicht intensiv diskutiert haben, ist die Frage der Preisgestaltung bei diesen Therapien. Aus unserer Sicht sollte der Nutzen der Therapie für den Patienten und fürs Gesundheitssystem im Vordergrund stehen bei der Bewertung. Im Moment ist es ja noch so, dass die meisten Medikamente eher Leiden lindern, ja, und bei diesen Therapien, bei Zell- und Gentherapien, wir ja über die Hoffnung auf Heilung sprechen. Also mitunter eine Entscheidung zwischen Leben und Tod bei vielen Patienten, die keine Alternative mehr haben. Bei der Kostenplanung im Moment in den Gesundheitssystemen ist es derzeit so, dass chronische Krankheiten eher im Vordergrund stehen. Das heißt, wir sprechen über längerfristige Behandlungsintervalle, über Monats-, vielleicht Jahrestherapiekosten, wohingegen wir bei den Zell- und Gentherapien sehr häufig über Einmalinterventionen sprechen, die keine weiteren Behandlungsschritte mehr nach sich ziehen oder zumindest weniger. Wir reden im Moment noch von sehr seltenen Erkrankungen, auch das haben wir heute mehrfach angesprochen. Und diese seltenen Erkrankungen zeigen kleinere Volumina, wir haben auch dort keine großen Skaleneffekte. Das heißt, auch hier ist es so, dass nur wenige Patienten individuell behandelt werden von diesen Therapieformen. Schauen wir uns das nächste Thema an, nämlich die Frage, was darf dann diese Therapie kosten? Und das haben wir vorhin kurz in der Pause, ist eine fast ethische Frage. Was kann es kosten, was darf es kosten? Wie soll das Gesundheitssystem mit der Situation umgehen, dass wir für einige Therapien vielleicht mehrere Tausend, vielleicht sogar mehrere Hunderttausend Franken in Rechnung stellen? Einige Länder und Großbritannien gehört dazu, haben sich dazu durchgerungen, den Wert eines gesunden Lebensjahres tatsächlich monetär abzubilden. Das können wir uns in der Schweiz noch nicht wirklich vorstellen. Aber ganz neu ist diese Diskussion zu hochpreisigen Medikamenten ja nicht. Auch da haben wir Beispiele heute schon gesehen. Man denke an die Hämophilie oder die zystische Fibrose. Ja. Das heißt, wir haben zwar, obwohl diese Therapien im Markt sind, noch keine langfristige Vergütungslösung gefunden für diese neuen Therapieformen. Und aus unserer Sicht, unsere Vision besteht darin, dass wir auf jeden Fall sicherstellen wollen, dass die Patienten, die diese Therapie brauchen, Zugang zu diesen Therapien haben, dass die Ärzte letztlich entscheiden, Verschreibungsfreiheit als Stichwort, welche Patienten davon profitieren. Und wir brauchen, und das ist uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wir brauchen einen klaren Bewertungsprozess.
wie wir zu einem Preis bei diesen Therapieformen kommen. Wir sind gerade, wie ich sagte, in einer Pionierphase. Sehr viele kreative Ideen wurden ausgetauscht mit verschiedenen Stakeholdern in den letzten Monaten. Und aus meiner Sicht sehen wir Möglichkeit, zu einem Kompromiss zu kommen, um diese Therapie möglichst bald breit in der Schweiz zur Verfügung stellen zu können. Kommen wir zum Abschluss meines kurzen Referats zum Thema Beispiele. Ich wollte Ihnen wirklich an einem konkreten Beispiel zeigen, welche Herausforderungen wir in der Schweiz, aber auch darüber hinaus haben mit diesen neuen Therapieformen. Es bietet sehr, sehr viele große Herausforderungen, aber eben auch sehr viele Hoffnungen und Chancen. Nicht zuletzt für die Patienten, über die wir hier sprechen, die häufig keine Alternativen haben. Und für die Ärzte bedeutet es eine klare Bereicherung ihres Therapieregimes. Für die Gesundheitssysteme ist es eine klare Herausforderung, auf die wir noch nicht wirklich vorbereitet sind. Und hier, denke ich, gilt es, einiges an Hürden zu nehmen. Und da brauchen wir wirklich den Willen, den erklärten Willen aller Stakeholder, eine gemeinsame Lösung zu finden, die wir dann auch finden. Denn das, und damit möchte ich schließen, damit das Ganze eine schöne, leuchtende Perspektive hat, das sind wir diesen Patienten ganz klar, das müssen wir schaffen, da sind wir ihnen verpflichtet. Wir haben weltweit eins der besten Gesundheitssysteme aus meiner Sicht. Die Spitäler und Ärzte hier in der Schweiz gehören zu den besten. Wir haben heute viel über NGS gesprochen, eine Technologie, die in der Schweiz sehr weit verbreitet und angewendet wird, anders als in vielen auch europäischen Ländern. Also wir haben die besten Herausforderungen und ich glaube auch den Willen, da eine gemeinsame Lösung für diese Patientinnen und Patienten in der Schweiz zu finden. Und damit danke ich und hoffe, ein bisschen Zeit eingeholt zu haben. Danke.